Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Injustice 2. Wir spielen das 10. Kapitel Drei Könige mit Aquaman oder Black Adam. In einer Taschendimension verborgen. Seit Maniacs Invasion habe ich es vermieden, das Tor dorthin zu öffnen. Weil er es bemerken würde? Ganz genau. Sobald das Tor geöffnet wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor Brainiac angreift. Diesen Kampf sehne ich herbei. Ihr Ältesten, enthüllt den goldenen Pfad für mich. In eurem Namen. Shu, Keru, Amon, Jehuti, Aton, Mehen. Alles klar. Black Adam hat Kandaks Macht enthüllt und seinen Standort. Die Society soll eine Probe des Fels der Ewigkeit nehmen. Ich möchte sie untersuchen, diese Magie. Die Society hat sich aufgelöst. Sie dachten, die Erde stünde ihnen zur Eroberung bereit, nicht dir zur Zerstörung. Und du, Grodd? Die Erde kann zur Hölle fahren. Ich diene Brainiac. Das solltest du auch. Ich werde dir neue Soldaten geben. Hol mir eine Probe, bevor die Erde zerstört wird. Und ich werde dich belohnen. Ja, klar. Das sagen alle Bösen zu ihren Lakaien. Und dann werden die Lakaien doch um die Ecke gebracht. Spar dir die Mühe. Dafür ist keine Zeit mehr. Ach du meine Güte. Marionetten. Extrahierungsschiff ist unterwegs. Kandak wird Brainiac gehören. Du schickst Lakaien, Grodd? Lakaien können große Siege erringen, wenn man bereit ist, sie zu opfern. Okay. Also, oh wow, okay. Ich spiele jetzt mit Aquaman. Einfach, ich weiß nicht. Hat mir besser gefallen. In dem Moment. Der ist auch recht flink. Mit seinem Dreizack unterwegs. Aber Black Canary ist auch sehr flink. Oh, das ist ja cool. Ein Kraki. Ein kleiner Kraki. Das fand ich jetzt sehr cool. Ja, toll. Schön. Die weiße Leiste von ihr hab vielleicht. Probiere ich mich doch nochmal an einem Super Move, obwohl ich ja jetzt schon weiß, dass das nicht so gut funktioniert immer. Es hat funktioniert. Da freue ich mich ab. Oh, das sieht sehr cool aus. Wow. Sehr geil. So ein Uhrzeithai oder was war das? Das ist ja mega gewesen. Okay. Aquaman gefällt mir ganz gut von der Kampftechnik her. Aber ich muss jetzt auch aufpassen. Was zum Teufel? Ja klar, zweimal die Superattacke Black Canary, ganz toll. Aber wir haben noch genug Lebensanzeige. Okay, okay. Oh, oh, oh. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Nicht so einfach fangen. Ja, okay, dann müssen wir jetzt auch noch ausschalten, oder? Toll. Hier kommt die Kavallerie. Wie passend, dass ihr zwei gemeinsam sterbt. Die letzten Monarchen der Menschheit. Was für ein Diktator opfert seine eigenen Leute für Brainiac. Meine Loyalität gilt nicht Brainiac oder Gorilla City. Sie gilt mir selbst. Ich warte, bis dieses Alien seine Schwäche aufdeckt und töte ihn. Mit
seinem ja, klar. Schiff werde ich unaufhaltsam sein. Sehr naiv gedacht, Gorilla Grodd. Illusionen, Grodd. Bleib bei Aquaman. Wie hat es sich angefühlt, deine Leute zu verlieren, Aquaman? Toll. Ich hab sie nicht verloren. Sie wurden mir genommen. Ja, Green Arrow ist auch sehr agil. Wer braucht schon Kraken? Okay, der Dreizack flows. Was war das? Okay, bei Aquaman funktioniert diese Kartoffel. Vielleicht sehen wir nochmal das geile Seemonster. Das sieht auch so geil aus, dass der Screen dann so... Müsst ihr darauf achten, dass der Screen dann so nass wird. Wie so nass gespritzt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir den Kampf gewinnen können. Sollte es vielleicht nicht so laut sagen. Hochmut kommt vor dem Fall. Na? Ah, okay. Super. Ich werde Atlantis rächen. Ja, sehr schön. Können wir jetzt die Pforte öffnen und die Welt retten? Blue Beetle. Wir dachten, du wärst tot. Der Skarabäus ist zäh. Batman meinte, ihr bräuchtet etwas Hilfe. Betrachtet mich als Sidekick. Das war irgendwas faul, oder? Und was Firestorm? Okay, the inside ist aber not so nice. Sieht ein bisschen dämonisch und abgeranzt aus. Aber okay, ist ja alt und heilig. Wie genau soll das funktionieren? Wir laden deinen Dreizack mit Funken der Macht des Felses auf. Wird die volle Kraft entfesselt, so sucht sie deine Waffe. Deine Gedanken leiten dann die Macht des Zauberers zu seinem Ziel. Bin bereit. WTF? Beetle, was soll das werden? Was ich befehle. Wie ist der denn jetzt da reingekommen? Ein versteckter Schläfer, der dich herführen sollte. Trotz der Macht des Skarabäus war der Junge leicht zu manipulieren. Und jetzt, Reime, töte sie! Nee. Diese Rüstung ist Verschwendung an einem Kind. Wenn wir fertig sind, werde ich ihm den Skarabäus entreißen. Und mir seine Macht aneignen. Ganz toll. Okay, die Gesichter da im Hintergrund sind gruselig, aber ich sollte mich jetzt wieder auf das Geschehen konzentrieren. Da ist auch so ein Gargoyle auf dem Feld. Ja, bitteschön. Der ist natürlich auch sehr flink. Ja, Octidi, mach ihn fertig. Sehr gut. Das ist eine starke Attacke. Einfach nur rübergebraten. Einmal den Pfannenwender machen. Sehr schön. Oh, sehr toll. Sehr gut.
Na, das können wir doch schaffen. Ja. Sehr gut. Na, dann kämpfen wir wohl jetzt gegen den Grodge. Sieh uns einer an. Drei Könige. Du ein König, Grodge? Du bist ein Tier. Ein wahrer Anführer dient seinem Volk. Du dienst nur dir selbst. Wie dem auch sei. Ich werde diese Höhle als einziger wieder verlassen. Bestimmt nicht. Toll. Du hast mein Volk verletzt. In ihrem Namen suche ich Gerechtigkeit. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch die blöde Art besiegen und dann... Ja, ja, klar. Hallo, was soll das? Überrennt mich einfach in so ein Affenzirkus. Hat er gerade gesagt, er braucht schon Kraken? Ich brauche einen Kraken. Zerstören das Gesicht da hinten. Das finde ich auch sehr interessant mit den Umgebungsaktionen. Das finde ich eigentlich sehr cool, dass ich auch die Umgebung verändern kann. Wo hat er den Schädel jetzt her? Einfach mal eben aus dem Gürtel gezogen. Ich sollte mich mal wieder konzentrieren. Ach, super, ist daneben gegangen. Ja, noch ein bisschen. Ja. Schlechter Tag, meine Geduld zu testen. Dumme Menschen. Naja, der war jetzt nicht viel schlauer, ne? Das Volk von Atlantis fordert Gerechtigkeit. Von Brainiac. Ich sah seinen Verstand. Fühlte seine Macht. Ihn kann niemand stoppen. Ich allerdings schon. Oh. Ah, super, die sind zu sich gekommen. Och, wie geht's deinem Kopf? Leer. Dann hat sich ja nichts geändert. Canary, Arrow, aus dem Weg! Na, hoffentlich funktioniert's. Cyborg, wo ist dieser Signalstörer?
Sofort bereit. Das ging ja schnell. Du musst nur auf den Auslöser drücken. Aber er stört nur einen kleinen Bereich. Du musst also bis auf Armlänge an Brainiac heran. Gut. Sehr gut getroffen. Damit hätte auch eher nicht gerechnet, ne? Sie haben's! Die Schilde sind unten! Supergirl, mit mir! Victor, hilf den anderen gegen die Betas! Sehr gut. Okay, wir sind durch das Ding durchgeflogen und jetzt im Inneren. Na super. Willkommenstrick. Na super. Sehr gut, Kara. Das Signal wird hier immer stärker. Was ist das? Stimmen. Milliarden Stimmen. Das sieht sehr alienhaft aus. So viele Sprachen. Die Kryptonier. Ach, das sind die verschiedenen Welten. Argo City, zu Hause. Wir müssen ihnen helfen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es muss einen Weg geben. Oh. Kara Zor-El. Bis vor kurzem dachte ich, meine Krypton-Sammlung sei vollständig. Nur du hast mir noch gefehlt. All deine Bemühungen, mich zu bekämpfen, sind gescheitert. Du bist nichts Besonderes. Nur ein gewöhnliches Exemplar einer primitiven Spezies. Beseitigt ihn. Toll. Okay, wer kommt da? Ah, Superman rückt uns. Sehr gut. Oh!
Und ob die dann noch Freunde werden. Und ich dachte, meine Auftritte wären cool. Wo ist Kara? Gefangen. Irgendwo an Bord. Wir finden sie. Wir haben nur 20 Minuten, bevor Brainiacs Betas die Erde abfackeln. Wieso sind die anderen nicht hier? Sie greifen die Betas an. Nur für den Fall, dass wir es nicht schaffen. Das werden wir.